Oh, ich habe einen! Wow! Hallo und willkommen zum neuen Abenteuer mit mir, Scott Wade Wilson. Ich wollte schon immer mal so ein Catch-and-Cook-Video machen. Das heißt, etwas aus dem Meer fangen, heute vielleicht einen Tintenfisch und dann selbst zubereiten. Dazu habe ich gerade den Haken ins Wasser gelassen. Und mal schauen, ob da heute was anbeißt. Und ich bin froh, dass du wieder dabei bist und wuhu, let's go! Auf meinem Kajak wieder unterwegs und wie geil ist das Gefühl eigentlich? Oh, ich habe einen! Da ist er! Squid! Oh, beautiful one! Hello Squiddy Squidman! Und schon hat er seine Tentakel um den Haken geworfen. Super, da drüben ist übrigens Sakai. Squid, let's go! Let's go! Oh mein Gott! Oh! Ich habe einen, das dürfte ein stärkerer sein. Ein größerer, hoffentlich. Oh, oh, you saw that fish? Oh, so, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Hier, hier kommst du. Oh, da hat er die Tinte abgestoßen. Wow, was für ein Beauty. Wow. Oh, wow. Mr. Beauty Squid, thank you for coming onto my kayak. Mr. Superschöner Thaddeus, danke, dass du in mein Kajak kommst. Okay. Da ist noch einer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, wow! Wow! Ist der schwer! Was passiert hier? Wow! 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 What is going on? Wow! Ein wunderschöner. Wow. Das ist der größte, den ich jemals gefangen habe. Ich laufe hier jetzt im Hafen wieder ein, bin zurückgekehrt, denn drei Squids, die Tintenfische, die drei sind für mich genug. Nehmt immer nur, was ihr selbst braucht und nicht urlassen, sagt man da, also nicht verschwenderisch sein. Die Natur respektieren, drei Squids sind für mich mehr als genug. Das war's und hier, ja, bin ich wieder zurück. Uhu. Hallo, es ist der nächste Morgen und jetzt geht's auf zum Cooking. Wir machen nämlich den Squid, also den Tintenfisch bereiten wir am Strand zu und deswegen geht's hier mit dem Kajak natürlich ins Wasser und zu einem schönen Strand. Uhu. Und es geht nicht zu diesem kleinen Strand hier, sondern zum nächsten. Der ist nämlich viel größer und da ist viel mehr Platz fürs Barbecue. Da können wir verrückt spielen, rumlaufen und alles Mögliche tun. So, auf geht's! Da ist er schon! Das ist der Strand, wo ich hin wollte. Und jetzt legen wir an! Geschafft hier auf dem schönen Strand und das Tauchmesser dabei, um dann den Squid zu zerlegen. Oh, jetzt bin ich voll sandig. Das kurz abwaschen gehen. Muss mir jetzt ein paar Zünder, da brennbares Material besorgen und Holz für das Feuer.
Oh. 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 Come on. Oh. Yes. Zeit, den Tintenfisch vorzubereiten. Das war so anstrengend, das Feuer zu machen. Bin so durstig. Keine Werbung, nicht gesponsert, aber Coke Zero ist einfach ein Erfrischungsgetränk 9000. Okay. Macht euch keine Sorgen, ich nehme den Müll natürlich mit, wenn ich wieder gehe. Was für ein Prachtexemplar. Das ist der eigentliche Mund. Das kommt dann alles zurück in die Natur. Inkback. Der einzige Knochen im Squid. Kommt zurück ins Ökosystem, das wird kurz gewaschen im Meer, fast fertig. Und das ist das unzerstörbare Glockmesser von der Army, also vom Bundesheer in Österreich. So ein Survival-Messer für die grobe Arbeit, denn ich brauche einen Kochlöffel schnell. Und den werde ich mir jetzt basteln. Übrigens, Link zu allen meinen Produkten, auch zu diesem Messer, in der Videobeschreibung immer unten. Dazu. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose. Chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back. Das ist das köstlichste vom ganzen Squid, meiner Meinung nach. Ja. Ah,
Und das fühlt sich so extrem gut an. Einfach wieder das Leben genießen. Und das kann ich eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie ihr das schon von mir wisst, wie man das beschreibt. Das müsst ihr alle selbst erleben. Ich sage ja immer, ihr könnt auch sowas machen und arbeitet darauf hin, wenn ihr das machen möchtet, dann ist es möglich. Und Squid schmeckt so super gut. Und danke, an dieser Stelle möchte ich Danke sagen für all die Unterstützung, dass ihr immer meine Videos schaut, dass ich so viele positive Kommentare bekomme, dass die Community mittlerweile so groß ist. 2000 Abonnenten. Danke so sehr für den ganzen Support. Weiß ich echt zu schätzen. Ich lasse mir den Squid hier weiter schmecken und lasse den Tag ausklingen. Eigentlich ein perfekter Tag. Besser könnte es gar nicht laufen. Zum Glück hat das Feuer funktioniert, was fast nicht geklappt hätte. Oh, aber dann schlussendlich doch noch. Übrigens, wenn euch meine Videos gefallen, das ist wirklich sehr viel Aufwand, das macht aber extrem viel Spaß, aber viel Aufwand, die zu erstellen. Ich habe tatsächlich unter diesem Video einen Spenden-Link verlinkt, wo ihr mir etwas spenden könnt. Ihr könnt mich gerne auf ein Coke Zero, auf ein Junk Beer einladen. Ich würde mich da total freuen. Ihr wisst es ja, ich habe hier fast keine Einkünfte, ich kann fast kein Geld verdienen. Ich bin normalerweise Musiklehrer und kann das ja hier logischerweise nicht machen und muss Miete zu Hause zahlen, muss Miete hier zahlen, ich bekomme nichts kostenlos. Obendrein das ganze Equipment finanziert Kajak, Kameras, Drohnen, zwei Kameras, Laptop, Schneideprogramm, all das. Das geht in die Tausende. Und wenn ihr mich da unterstützen möchtet, würde ich mich extrem freuen, wenn euch das was wert ist, dass ihr immer ein paar hoffentlich unterhaltsame Videos bekommt. Ich werde mich jetzt von diesem Video verabschieden und Ciao sagen. Die ganzen Sachen, was ich benutze, ist Army Knife, das Tauchmesser, dann Feuerstein zum Feuer machen, die Kameras, all das Equipment natürlich unten verlinkt eben unter der oder in der Videobeschreibung. Das Feuer geht jetzt noch, da achte ich dann natürlich, dass nichts zurückbleibt. Und noch zur Info, wenn ihr fischen geht, nehmt nur das, was ihr auch braucht und nicht verschwenderisch sein. So, also das wird dann natürlich noch ausgemacht, die Tide kommt jetzt sowieso rein. Und ja, wenn ihr mir tatsächlich ein Bier kaufen möchtet, Spendenlink, wie gesagt, ist natürlich auch unten drinnen. Ich gehe jetzt noch ins Wasser, mich kurz abkühlen und dann geht es wieder mit dem Kajak retour nach Hause. Danke fürs Einschalten. Einen schönen Tag, schönen Morgen oder je nachdem, wann du dieses und auch Nachmittag-Video angesehen hast. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video und ciao. Could be ourselves, didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and climb.